350 Sonnenstunden im Jahr, endlose Strände. Florida, der südlichste Bundesstaat der USA, wird das amerikanische Mallorca genannt. Vielleicht einer der Gründe, warum es so viele Deutsche hierher zum Leben zieht. Man verdient hier mit niedriger Arbeit, sage ich mal, weniger denken, schon mehr Geld als in Deutschland. Zwischen Atlantik und Golf von Mexiko haben wir sie ausfindig gemacht. Die Germans in Florida. Wir starten in Melbourne Beach in Florida. Und wie beim australischen Namensvetter steht auch hier das Surfen ganz oben. Und sie ist das Aushängeschild. Rachel Presti, die 16-Jährige, startet für Deutschland und hat sich mal eben den Weltmeistertitel im Wellenreiten gesichert. Rachels Mutter ist Deutsche. Damit hat sie eine doppelte Staatsbürgerschaft und darf für die Germans starten. Im deutschen Team kann sie nämlich leichter Karriere machen als im amerikanischen. 6 Uhr morgens. Bevor es für Rachel zur ersten Trainingseinheit geht, stehen noch andere Aufgaben an. Frühstücken und Deutsch lernen. Ich will Deutsch lernen, weil es ein so großer Teil meiner Familie ist. Die ganze Familie meiner Mutter lebt in Deutschland und spricht kein Englisch oder nur sehr wenig. Und ich will ja mit denen reden. Außerdem bin ich im deutschen Surfteam. Ich muss also Deutsch lernen, um auch mit denen zu reden. Um das Lernen zu erleichtern, hat Rachels Mutter in der ganzen Wohnung Klebezettel verteilt. Doch Vokabeln sind nicht Rachels größte Schwierigkeit. Das Schwierige ist, die Wörter in die richtige Reihenfolge zu bringen. Das geht manchmal nicht wie bei. Kann ich den Käse haben? Like I try to say, kann ich habe den Käse? Because it would be, can I have? Das ist halt echt anders im Deutschen. Nach dem Frühstück ist vor dem Training. Für Rachel geht es ab ans Meer. Mit 4 Jahren stand Rachel zum ersten Mal auf dem Surfbrett. Dass sie einmal Weltmeisterin werden würde, für sie bis heute unvorstellbar. Es fühlt sich immer noch nicht echt an. Leute kommen zu mir und sagen, hey, du bist Weltmeisterin. Und ich sage dann, du hast recht, das ist echt verrückt. Ich kann es selbst nicht glauben. Sogar meine Schwester ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe immer gedacht, du kannst nicht surfen. Als ich dich dann im Wettkampf gesehen habe, habe ich gedacht, oh, die surft richtig gut. Wir bleiben an der Ostküste Floridas. Etwa 2,5 Stunden Fahrtweg von Melbourne Beach entfernt treffen wir in Hollywood den gebürtigen Heidelberger Lars Walkling. Der 42-Jährige lebt hier mit seiner Frau Karina und ihrem gemeinsamen Kind. Lars betreibt mit 2 Freunden ein erfolgreiches Tattoo-Studio in der Nachbarschaft von Hollywood. Anfang 2000 lernt der Deutsche am Flughafen von Miami zufällig seine Frau kennen. Sie stammt gebürtig aus Peru. 2005 heiraten die beiden. Wir sind dann nach Deutschland gegangen und haben da 9 Jahre gelebt. Aber ich hatte immer dieses Gefühl von, was zum Teufel mache ich hier eigentlich? 2013 kommen beide in die USA, da Karina mit ihrer Familie in Miami leben will. Lars und Karina werden sesshaft. Wir kochen viel. Und vor allem jetzt mit uns. Wir kochen von Ceviche, das ist ein typisch peruanisches Gericht, bis hin zu German Schnitzel. Jetzt, wo ich eine Tochter habe, mache ich so Sachen wie Rahmspinat mit Mini-Kartoffeln. Vor 2 Jahren ziehen sie in dieses Haus und Karina wird schwanger. Kurz vor der Entbindung im September 2017 dann die Schreckensnachricht. Der Hurricane Irma rast auf Florida zu und droht alles zu vernichten. Das war wie in so einem Apokalypsenfilm irgendwie. Es gab kein Wasser mehr in Supermärkten. Tankstellen waren leer. Also es gab kein Benzin mehr, es gab bestimmtes Essen, Batterien und sowas, es war alles ausverkauft. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen verwüstet der Wirbelsturm ganze Landstriche. Lars und seiner Frau bleibt nur die Flucht. Im Endeffekt mussten wir dann eben durch die Schwangerschaft ins Krankenhaus.
Und also die haben gesagt, ab einer bestimmten Woche müssen alle, die schwanger sind, eben dorthin. Falls was ist, ab einer Windstärke von 45 Meilen pro Stunde fährt weder Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr, fährt gar nichts mehr. Und dann haben wir uns eine größere Halle, so vielleicht so eine Turnsporthalle mit, also die war voll. Also Bett an Bett, also Luftmatratze quasi an Luftmatratze. Die Leute hatten Käse dabei und Wein und Brot. Lars war dann irgendwann verschwunden und hat Wein mit anderen werdenden Vätern getrunken. Und wir Mütter saßen da und haben uns über unsere Schwangerschaften unterhalten. Carina bringt schließlich ein gesundes Mädchen zur Welt. Lars ist hier angekommen, obwohl der Heidelberger noch in ihm steckt. Es gibt dann immer noch mal Tage, wo du die Straße langfährst und denkst, was zum Henker mache ich hier? Ja, aber die werden immer weniger und weniger. Und dafür gibt es dann wieder Momente, wo du denkst, ja, super. Von der atlantischen Ostküste zur Westküste am Golf von Mexiko. Genauer gesagt nach Venice Beach. Zwischen Tampa und Fort Myers liegt der kleine Ort mit gerade einmal gut 20.000 Einwohnern. Und sie ist die Königin der Hochzeiten. Weddingplanerin Sigrid Gebel. Wir besuchen die 75-Jährige in ihrem Haus in Venice. Füße sauber machen. Weißer Teppich. Zum ersten Mal darf ein Fernsehteam ihr Haus betreten. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, das ist mein Zuhause. Hier hat es sich Sigrid ganz in Weiß gemütlich gemacht. Vor mehr als 40 Jahren kam sie in die USA. Zusammen mit ihrem Mann, dem berühmten Tiger-Dompteur und Besitzer des weltbekannten Zirkus Williams, ging es in den 70ern über den großen Teich. Ich war kein Zirkusmädchen. Okay. Nein, absolut nicht. Ich hatte aus Berlin. Ich kannte keine Tiere. Ich bin niemals auf dem Pferd gewesen. Großstadt. Und meinen Mann kennengelernt und dann haben wir geheiratet. Und dann hat der Ringling Brothers Barnum und Bailey den Zirkus Williams aufgekauft und dann sind wir hierher gekommen. Und die haben mich gesehen, haben gesagt, kann die was machen? Mein Mann sagt, was immer ihr wollt, kann die machen. Dann musste ich also Pferde lernen, Pferde vorführen, Pferde reiten und all das. Einmal hat er mich auch im Tigerkäfig gehabt. Für eine Probe habe ich gesagt, wenn du morgen noch was essen willst, dann nimm mich raus und mach das nie wieder, weil ich habe zu viel Angst. Sigrid wird an der Seite ihres Mannes zum Star. Als der stirbt, sucht sie eine neue Aufgabe und wird Hochzeitsplanerin. Weil es so traurig war in meinem Leben zu diesem Zeitpunkt. Eins nach dem anderen war traurig. Und ich war nervlich fertig. Da habe ich gesagt, ich muss irgendwas machen, was mich happy macht. Und ich möchte happy Leute um mich herum haben. Und ein Braut und Bräutigam sind an dem Tag sehr, sehr glücklich. 1997 gründet sie mit ihren beiden Kindern die Florida Sun Weddings. Hallo! Welcome, hallo, Florida Sun Weddings. Kommen Sie rein, bitte. Bitte schön, das ist meine Tochter Tina. Guten Morgen, kommen Sie rein, bitte. Unsere Hauptzentrale, wo alles geplant wird. Ich mein Schreibtisch, meine Tochter den Schreibtisch. Irgendeiner hat den Stuhl verschoben, der soll hier sein. Und da wird das dann alles geplant. Fast 200 Hochzeiten plant das Familienunternehmen pro Jahr. Dabei ist klar, wer die Chefin ist. Mein Sohn sagt viele Male, Mutter, mach nicht so viel Deutsch. Sei ein bisschen weicher und freundlicher. Du bist zu... Ich werde viele Male von meiner Familie der General genannt. Es geht mit militärischer Genauigkeit. Und hier ist es alles ein bisschen mehr laid back. So, it's Florida. Amerika. Zurück zur deutschen Surfweltmeisterin Rachel. Es ist mittlerweile 8 Uhr und das Training steht auf dem Programm. Es ist sehr kalt. Der Wasser. Ich weiß nicht, ob es der ist. Wahrscheinlich nicht. Mindestens zweimal pro Tag geht es für die 16-Jährige aufs Surfbrett. Da sie mittlerweile nicht mehr auf eine normale Schule geht, sondern zu Hause unterrichtet wird, kann sie sich ihre Trainingsstunden frei einteilen. Stets dabei Rachels Mutter Miriam. Die gebürtige Berlinerin hat mit ihrem Mann schon weit über $200.000 in ihre Tochter investiert. Aber super stolz.
ja, gibt gar keine Worte für eigentlich. Aber wenn sie jetzt zu mir kommen würde und sagen würde, ich möchte nicht mehr surfen, ich habe kein Interesse mehr dran, dann wäre ich enttäuscht. Aber im Althinein ist es ihre Entscheidung und ist ihr Leben. Also wenn sie nicht mehr möchte, dann will sie halt nicht mehr. Ja, dazu zwingen würde ich sie nicht, kann man auch nicht. Na, ja, wenn sie davon zu viel hat, dann ist halt vorbei. Morgen Simona im Dauerstress, 4 Jobs aber glücklich, nur die Liebe bleibt auf der Strecke. Mich interessieren Männer hier in Clubs gar nicht, weil es meistens Touristen oder die arbeiten hier und mit einem Promoter will man gar nichts anfangen, weil die haben pro Nacht zwei, drei Mädels. Morgen bei den Germans in Florida.